So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Orstriff. Ich bin der Zubarok. Ja, und wenn euch das Video gefallen sollte, dann gebt auch einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und der Kanal, dem würde das unheimlich weiterhelfen. So, wir sind dabei, die bauen die Häuser immer noch. Die Häuser, wir haben 3 gebaut. 6 sind noch nach. Wir haben Mai zu fassen. 1721. Also es wird Zeit, dass wir hier die Hütten fertig kriegen. Wir sind dabei, fleißig hier Bretter zu machen, wie die Wahnsinnigen. Was haben wir hier? Feuerholz, Wood, Logs. Also hier, das ist ganz wichtig. Wir brauchen hier Holz. Und vielleicht, ja, aber lass mal erstmal hier so eine Sache fertig machen, bevor wir hier was Neues bauen. So, was mich so ein bisschen stört, ist diese, ne, man läuft so ein bisschen sehr schnell. Dass man das irgendwo einstellen könnte, wäre cool. So ein bisschen kamerafahrtechnisch hier so reinfahren. Das wäre echt super. Na gut, auf jeden Fall. So, hier haben wir Clay Pit, logischerweise. Die haben wir auch schon hier drin, die Herrschaften. Ich weiß nicht, die können wir normalerweise schon mal zuordnen. Pass mal auf, das machen wir auch. Nur eine Frau. So, zack, die hier arbeiten nur Frauen. Zack, da ist sie schon drin. Und die fängt sofort an zu arbeiten. Die fängt sofort an zu arbeiten. Da rennt sie los und holt Schilf. Oder Reet heißt es. Reet. Das ist Reet. Ist kein Schilf. Ist Reet. Hartes Gras. So. Das bringt sie dahin. Das wird getrocknet. Das wird ja abgeerntet. Das wird fertig gemacht. Da stehen sie schon, die ersten Schilfbündel. So. Die ist fleißiger machen. Also, da muss ich sagen. Ne? Also, die ist richtig. Ne? Die ist in Gange. Super. Das machen so die Frauen. Lassen uns so die Frauen arbeiten. Da brauchen wir keine Männer für. Die Männer sind mehr für die schweren Sachen und die harten Sachen. Ne? Also. Und dass es da auch schon Unterschiede gibt, finde ich cool. Finde ich echt schön. So, das nächste Haus ist schon fast fertig. Da ist nicht mehr weit weg. Die rackern wie die Wahnsinnigen. Nägel. Haben wir noch genug Nägel? Ich hoffe, ja. Wo sind wir da? 990 Nägel. Also, die gehen auch echt zu Neige, die Dinger. Und Lebensmittel, das ist ja das, was wir hier zum Beispiel gar nicht haben. Das haben die aber selber, ne? Das haben die selber. Die haben selber noch ein bisschen Lebensmittel hier. Das wird aber nicht ewig reichen. Ja, also das bringt uns jetzt nichts, wenn wir hier diese Leiste hier vollballern. Und die arbeiten sowieso das Ding von vorne ab. Wir können natürlich diese Häuser auch hin und her schieben, so wie es passt. Ne? Aber das wollen wir jetzt nicht. So, das wird gebaut. 5 fehlen noch. Die sind aber in Arbeit, ne? Die sind aber am Arbeiten, das ist super, das ist schön. Gefällt mir. So, was ist das nächste, was wir brauchen? Was ist denn das nächste, was wir brauchen? Wasser. Ich möchte gerne nur mal. Wir sind ja sowieso dicht am Wasser, ne? Ist ja nicht weit weg. Also einmal Wasser haben wir hier. Das nutzen. Wir brauchen noch kein Wasser. Brauchen wir gar nicht dran zu denken. Produktionsgebäude. Was brauchen wir das? Eine Farm müssen wir auf jeden Fall auch noch haben. Aber das ist jetzt eigentlich flüssig. Weil jetzt Mai wird sowieso nichts mehr gemacht. Da wird nur im Frühling wird ausgesät. Sonst im Ganzen, das muss ja wachsen, das Zeug. Und im Herbst wird es geerntet. Also wir brauchen jetzt gar nicht da groß was machen. Wir können die Farm sozusagen im Winter bauen. Das ist jetzt noch gar nicht so wichtig. Was haben wir noch Schönes? Schweine und Hühner und so Kram. Das können wir alles zukaufen später. Kohle brauchen wir auch. Für unseren Stein. Sag ich schon mal. Nein! Den brauchen wir für unseren Schmied natürlich. So. Und das möchte ich ziemlich dicht hier vorne her haben. Pass mal auf, das können wir mal gucken. Ich muss das mit den Tasten hier nochmal. Pass mal auf, die passen wunderschön hier hin. Das passt hier auch irgendwo cool mit rein. Hier vorne her, ne? Oder? Wenn wir da gleich 2 Stück von hinbauen. Dann haben wir auf jeden Fall reichlich Kohle. So, wir machen mal hier Quatsch. Holzkohle ist es ja, ne? So. Haben wir da reichlich von. Wir machen mal 2 Stück. So. Die Frauen sind sofort dabei, ne? Das machen die Frauen. Das ist so die Frauenarbeit. So, jetzt häufen die so einen kleinen Kegel an hier mit Holz. Zack, und der wird mit Erde bedeckt. Oder mit Lehm oder mit Erde. Das wird auf jeden Fall dicht gemacht. Ein kleines Löchli rein. Und dann wird da hier aus dem Holz, wird denn Holzkohle. Da sind die ja richtig fleißig mit, Mensch. Ich dreh durch.
Nicht immer so rennen, das ist furchtbar. So, das geht natürlich hier raus. Sehr cool, ne? Ich finde es ja cool. So, dann haben wir den. Dann können wir gleich schon den nächsten basteln. Und zwar unseren... Wo ist denn da jetzt hier der... Hallo, hallo, hallo? Da, da ist er. Der Schmied. Der Schmied ist auch ganz wichtig für uns, ne? Den wollen wir auch noch haben. Den Schmied, den setzen wir gleich mal hier neben. Der braucht er nicht so weit. Hier so her, ne? Jetzt passt hier so schön in die Mitte rein. Wow, da wird der Schmied gebaut. Wie ihr sehen könnt, ist er hier jetzt in der Liste mit drin, ganz hinten. Da ist der Schmied. Dauert ein bisschen, bis er soweit ist, ne? Aber erstmal müssen wir sehen, dass wir unsere Herrschaften hier in die richtigen Hütten bekommen. Die sollen ja nicht hier draußen irgendwo. Nee, nee, nee. Geht gar nicht. Wollen wir nicht. Die Musik ist cool, ne? Richtig schon was Entspanntes, was Ruhiges. Ach, herrlich. So, sie ist auch fleißig am Bauen. 200 hat sie auf Lager. Wir haben gesagt, hier, ne? Fetch und Read. 2000. Ist so das, was sie herstellen sollen. Wir können das natürlich auch ändern. Wir können auch sagen, macht da 4000. Ich weiß auch nicht, wie viel da ins Lager noch rein können. Also hier können wir sowieso nichts mehr reinmachen. Make empty. Dann können wir das Ding auch leer machen. Wollen wir jetzt aber nicht. Wollen wir jetzt aber nicht. Wir brauchen sowieso noch ein Lager. Und hier passt später sozusagen richtig schön. Hier unten, was hier so. Könnte man hier so den Hof hinbauen. Also mehr so hier, also so mit Feldern und den ganzen Hackehü, dass hier Leute auch arbeiten können, also damit wir Lebensmittel bekommen, die Farm, dass wir die hier bauen. Und dann können wir hier später auch noch ein bisschen ein paar Häuser hin machen, damit die Wege nicht so extrem weit sind. So, das nächste Haus ist fertig. Zack, und da sind die beiden schon. 4 Leute sind das sogar. Hier ist das unser Holzfäller. Jetzt siehst du unser Holzfäller, da ist er. Da schleppen sie nämlich den Baumstamm mit 2 Mann. Da ist er. Da müssen sie immer 2 Mann sein, sonst können sie den nicht wühlen. Ist auch gut so. So. Und hier kann man auch sehen, finanzielle Hilfe. Also falls das so sein sollte, später im Spiel, wenn das so weit kommen sollte, dass die nicht genug Geld haben, können wir denen nämlich finanziell unter die Arme greifen. Und sagen, hier kriegst du gleich ein bisschen, wenn die Arbeit haben, ist ja klar, da. Aber wenn sie keine Arbeit haben, kannst du ja, wie gesagt, finanziell unter die Arme greifen. Das ist ein bisschen Hartz IV, sozusagen. So, 4 werden noch gebaut. Dann haben wir jetzt nämlich, wir haben Juni. Wir haben 28 Leute. Ist klar, sind noch keine, nicht genug Jobs. Ja, ich weiß, da sind nicht genug Jobs. Die Frauen, die sitzen sich die Beine, ne? Also, die wissen nicht, wo vorne und hinten ist. Aber andersrum, wir können nicht so schnell bauen. Das geht nun mal nicht. Wir brauchen nämlich noch einen Marktplatz. Und der wäre natürlich super, wenn wir hier den Marktplatz so bauen würden. Ne? So ein bisschen damit die hier vorne so ein bisschen herkommen. Aber dafür müssen erstmal die Zelte weg. Der Marktplatz. So, ich mache ein bisschen schneller hier. Ne? So. Was haben wir denn noch Feines? Lass mal gucken. Transport ist klar. Gouverneursgeschichte, das ist auch wichtig. Dekoration. Ach, Dekoration ist auch ganz nett, weil, zum Beispiel, was macht das hier Feines? Sehr groß, ne? Ist auch ein kleiner. Oh, das passt sogar dahin. Ich glaube, ich liebe, wie wahnsinnig. Mach mal auf. So. Hier ist ein kleines Eingangsbereich, also ein kleines Eingangsdingensteilchen für das Wohngebiet. Fupp. Das ist ja cool. Was, die laufen sie da durch? Klar, die laufen durch die. So, aber das ist schon mal echt so Kleinigkeiten, ne? Und auch Bänke. Bänke sind auch mal ganz interessant. Die nutzen die Bänke auch zum Ausruhen, ja? Und
da bräuchten wir auch nicht auch mal ein paar Stück, weil das ist ja nicht verkehrt, wenn wir hier Bänke bauen. Auch so, was nicht nützt, wenn wir zum Beispiel hier der Schmied, irgendwann muss der dann mal nach Hause, oder auch sie hier oben, sie muss irgendwann nach Hause. Und wenn du jetzt eine Bank da draußen vor der Tür da vorne hinbaust, setzt sie sich da nicht drauf, sie geht den Weg nach Hause. Ja, aber sie setzt sich dann auf die Bank vor der Tür. Sie braucht da nicht immer gleich reinrennen, denn spart man da schon ein bisschen Zeit. Ne? Ich meine, so weit war ich noch nicht, habe ich gehört. Pass mal, wir bauen hier mal eine Bank hin. Ist ja nicht verkehrt, wenn wir ein paar Stück von haben. Was kosten die eigentlich? Ich weiß gar nicht, was die kosten. Was kosten die? Die kosten nichts. Sind gratis sozusagen. Gratis ist immer schön. So, mach mal. Ich weiß nicht, wie wir da durchfahren. Fupp. Guck mal hin an, nur. Wird gleich sofort hingesetzt. Da ist eine Bank, da setzen wir uns gleich mal hin. Wupp. Bauen wir auch mal eine auf der anderen Seite. Wie war das noch gleich? So, ne? Zack. So ein bisschen hier, ne? Also das machen wir genauso. Ich finde das ja, irgendwo finde ich das cool. Oder ich finde das cool. So, kriegen wir das ein bisschen angeglichen. Was ist ein 90 Grad Winkel, ne? So. So hin. Wupp. Hier drüben mal eins hin. Aber ich finde die ja cool. Ich finde das ja mit den Bänken finde ich auch nicht. So Kleinigkeiten, ne? Da fange ich jetzt schon an und baue so einen Blödsinn. Aber, naja. Hier nochmal hin. Zack. Müsste. Ich könnte das ja auch einfacher machen. Ne? Einfach die Shift-Taste drücken, dann kannst du das kopieren. Hier drüben nochmal eins hin. Zup, so wie. Ja, ja, siehst du wohl. So, hier vorne bauen wir auch nochmal eine Bank hin. Dahin. Und hier drüben möchte ich auch nochmal gerne eins hin haben. Oder hier in der Mitte rein. Nein, hier bauen wir nochmal eine hin. Da können wir später auch noch schön Bäume pflanzen. Aber das wollen wir jetzt noch nicht. Das wollen wir später machen. Fupp. So. Siehst du, ein paar Bänke haben wir hingesetzt. Die werden auch fleißig genutzt, ne? Wie wir sehen können. Das ist schon großartig. Oh, hier. Die Kohle ist fertig. Da, 9609. Großartig. Ja, das ist doch wunderbar. Das läuft doch schon mal. So, drei Brüten brauchen wir noch. Das ist auch fertig. Wo wohnen sie? Wo kommen die her? Hier holt jetzt einen Wagen. Reißt sein Zelt ab. Wupp. Siehst du wohl. So haben wir langsam Platz hier. Das Einzige, was natürlich nicht verschwindet, ist hier der Brunnen sozusagen. Der verschwindet nicht. Und hier vorne das Lagerfeuer auch nicht. Also habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Könnte sein, dass es später so sein wird. Und auch das hier bleibt noch stehen. Das möchte ich aber irgendwo auch gar nicht. Das können wir abreißen später, ja. Das können wir demolischen, aber das wollen wir jetzt nicht. Auch später möchte ich das eigentlich. Weil das ist das Original. Das wollen wir da lieber stehen lassen. Genau das hier. So ein richtig kleines Campfire. So richtig was Gemütliches. Da können wir uns treffen, so am Lagerfeuer. Ne? Und da werden die hier zum Klönschnack. Die, ne? Tratschen. Die werden nachher, wenn die eine eigene Hütte haben, das wird dann. Die wohnen da ziemlich dicht zusammen. Die werden dann so am Zaun hängen und dann. Hast du schon gehört vom Nachbarn? Hast du das schon gehört? Das kann doch nicht wahr sein. Also sowas. Naja. Gut, wir wollen jetzt nicht hier, ne? Lästern oder euch. Nein, um Gottes Willen. Wie gesagt, das wird gebaut. Der Schmied wird auch gebaut. Das dauert aber noch ein bisschen. Da können wir noch nichts dran ändern. Und ich will das aber auch nicht hier durchrushen. Ich will hier nicht mit Vollgas das Ganze hier durchspielen. Das möchte ich nicht, weil ganz schnell übersiehst du mal irgendwas. Ganz schnell übersiehst du mal irgendwas und die Zeit läuft weiter. Wie gesagt, ne, wir haben Juni oder Juli haben wir jetzt. Wenn du irgendwas vergisst, zum Beispiel auf dem Hof, hier nachher beim Sehen und den ganzen Krams, wenn du da irgendwo was vergisst und du guckst dann halt drauf, ach Mist, wir haben ja schon Mai, dann kriegen sie das nicht mehr hin. Dann kriegst du nichts mehr gesehen, dann kriegst du da, ne, ist das die Sache zu spät, ist durch. So, aber wie gesagt, wir müssen auch dann, wenn wir das jetzt hier haben, wenn der Schmied da fertig ist, sehen, dass wir hier unseren Hof gebaut kriegen. Wir können da schon mal gucken. Die Farm. Wir können die Farm von mir schon mal dahin operieren. Die habe ich mir so gedacht, so in diesen Bereich. Hier unten rein. Warte mal auf, wie ich mal gesagt. So irgendwo hier, ne? So die Farm hier unten irgendwo her. Das wäre schon echt cool. Man könnte die Farm ja theoretisch auch hier oben hinbauen. Ne, weil hier, dass die Gebäude hier sind, aber dann die Wege wieder so weit zum Lager, weil das hier irgendwo hier so passieren soll. Das sind so die Wohnhäuser, sollen das Ganze so ein bisschen eingrenzen. War so meine Idee jetzt, ne? Also wie gesagt. So, pass mal auf. Ich nehme das mal hier so her. Die Farm. Da ist die Farm. Und die soll irgendwo ja natürlich hier so her. Und ich möchte. So, da ist der Ausgang.
Ich möchte die dann, wie sieht die denn aus von dieser Seite? Auch nicht schlecht, ne? So, die bauen wir mal hier so her. Wir sind ja ziemlich offen, also das ist ja nicht so, dass wir jetzt hier gezwungen sind, irgendwo direkt einen Punkt zu suchen. Die Frage kommt so ein bisschen außerhalb. Ich würde mal sagen, so hier so her, ne? Wir bauen hier so mal die. Oder wer da? Also, ich baue die mal hier so her. So, zack, da ist sie jetzt. So, fertig. Da kommt die Farm hin. Und sobald die Farm gebaut ist, können wir die Felder anlegen. Aber wie gesagt, das muss erstmal die Farm gebaut werden. So, dann haben wir erstmal hier die Häuser. Denn wenn wir auf dieser anderen Seite hier drüben werden auch noch Häuser gebaut. Sehr cool. Und das fängt langsam an, glaube ich, an, dass uns die Nägel klemmen, ne? Wie viel haben wir denn noch? 960. Natürlich, 960, was brauchen wir hier? Wir brauchen hier 164 Nägel. Okay, das geht noch, ne? Das ist nicht ganz so schlimm. Was brauchen wir hier? Nägel haben wir schon da. Okay. 0. Also wie gesagt, Nägel sind schon da. Die müssten schon vor Ort sein. Kann man das sehen? Die kleinen Kisten, glaube ich, das sind Nägel. Glaube ich. Kann auch gut sein. So, aber die, guck mal die Grundstücke an, ne? Die haben richtig mit Zaun drumrum und Schmuck und Platz und kleine Bäumchen da vorne hin und Büsche und, ach, herrlich. Ich kann leider nicht reingehen, ne? Das hätte mich mal interessiert, wie die Dinger von drin aussehen. Aber hübsch gemacht, richtig schön. Gefallen mir total. Gefallen mir total, finde ich echt, finde ich super. Gefallen mir. So, das war soweit zurecht, das ist zurecht. Hier kommt die Farm noch hin. Und vor allen Dingen, wir müssen ja auch noch immer ein bisschen darauf achten, dass wir abwechslungsreiches Essen machen oder herstellen, auch den Herrschaften hier anbieten. Weil wenn das alles einheitlicher Brei ist, immer das gleiche ist, dann mögen sie auch nicht. Dann sind die dann maulig und ne, das behalten wir, das können wir nicht brauchen. Pass mal, wir brauchen jetzt noch einen Marktplatz. Oder ein Marktstand. Der war nicht hier. Wo war denn der? Der war da, ne? Da ist der Marktstand. Da ist er, genau. Trading Post auch ganz wichtig, wie gesagt, das müssen wir auch noch sehen. Warenhaus wollen wir noch haben. Na ja, wir wollen so viel haben. So, hier ist der Marktstand. Den könnte man ja theoretisch. Wie wäre es, wenn der hier mit herkommt? Wir können ja die bestehenden Straßen, die da sind, auch nutzen, ne? Können wir ja so nutzen, wie sie sind. So, Fop, Marktstadt. Da ist er schon. Ist ja großartig. So schnell geht das. Zack, wir brauchen hier einen Worker. Dann nehmen wir doch mal eine Dame. Die kann hier schön arbeiten. Fop, einen Arbeiter. Jetzt müssen wir mal sehen, was wir hier an Sachen haben. Und zwar, wir nehmen mal, was wir schon haben. Ne? Also wir haben Feuerholz. Da. Ihr könnt hier Feuerholz kaufen. Das kann ja gut sein, dass irgendwann ist das ja ein bisschen kalt. Da ist nicht genug da. 191 haben wir hier noch. 200, ja, im Sommer wird nicht so extrem viel geheizt. 200, 300, 100, 23, okay. So. Aber wie gesagt, die haben ja noch alle ihre Ausrüstung, ihren Krams da. Kann man die hier auch sehen? 33 Holz, also so viel ist das hier nicht, aber 38. Auch mit Lebensmitteln, ne? Das wird immer weniger. Sobald Leute zuziehen, die haben wesentlich weniger. Zum Beispiel auch Kohle, ne? Also wie gesagt, die verdienen ja Geld hier, ne? Die haben schon 20 mal 21 hier. Der hat schon, die hat schon verdient. Der ist Forster. Hier, guck mal da. Hat noch keinen Job. Sie hat noch keinen Job. Und die beiden Kleinen auch noch nicht. Also. So, was haben wir hier? Camp Center arbeitet der. Forster. Da ist noch jemand. Und ich habe 22. Was haben wir hier noch denn? 22, 85. Sind ungefähr im gleichen Dreh so alle, ne? 23. 23. Das würde hier genauso sein. Family Tilt. Ist moving to a house. Ah, das ist fertig. Super. Was haben wir hier? 23. Aber das können wir später einstellen alles. Wer was wie viel verdient. Aber da kommen wir später mehr zu. Also meine Güte. Hier ist so viel Kram. Was ich echt super toll finde. Allein die Grafik. Allein die Grafik finde ich sowas von Hammer. Guck dir mal die Spiegelung im Wasser an. Ich finde das ja wirklich cool. Unsere kleine Stadt. Da wächst sie. Finde ich wirklich schön. Absolut schön. Hat sie was zu tun hier oder bohrt sie in der Nase? Ich hoffe nicht, ne? Ich hoffe, die macht noch irgendwas. Wo ist sie denn eigentlich? Wo ist die denn?
Ach, da hinten. Die ist jetzt. Wo ist sie? Die, ach, die macht eine Pause. Alles klar. Sie macht eine Pause. Finde ich sehr gut. Muss ja natürlich auch sein. Nützt ja nichts, ne? So, hier wird Feuerholz verkauft. Genau. 100 Feuerholz. So, ich habe hier Feuerholz verkaufen. Hallo. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr. Ich glaube, mehr kann man hier so nicht verkaufen. Guck mal, was haben wir? Aber sonst haben wir alles da, ne? Beef und Buchweizen haben wir. Eier haben wir. Hühnerfleisch. Klamotten, Trockenfisch, Feuerholz natürlich, Fisch, Mehl, Honig, Milch, Pork, was ist Pork? Schweinefleisch, Tomaten wollte ich gerade sagen, Potato, das ist doch hier, Kartoffel, Salo ist glaube ich fett, ne? Salo, Salz, sehr cool. Können wir alles wunderschön verkaufen, das müssen wir aber auch noch erst alles herstellen, das ist das Schlimme. So, ein Haus fehlt noch. Dann haben wir das nämlich und dann wird der Schmied gebastelt. Und dann haben wir noch wie viel, dann werden auf jeden Fall Nägel hergestellt hier beim Schmied. Der stellt einen Nägel hin, dass es nur so raucht. So, und ich werde auch diese Folgen von Östriff, ich werde das nicht auseinanderschnippeln oder zusammenschneiden und so ein Krams, das werde ich nicht machen. Das ist ein richtig schönes, kleines, gemütliches Spielchen ohne viel Vollgas. Na, also wir wollen hier nicht hier durchrushen oder irgendwie, ja, ne, durchrennen wie die Wahnsinnigen. So, wie gesagt, wir haben eine schöne kleine gebogene Straße, gefällt mir total. Hier vorne auch. Hier wäre noch Platz für einen kleinen Brunnen vielleicht eventuell, aber da könnten wir genauso gut hier rausgehen, dass wir hier einen Wassersteg bauen, dass wir da nochmal Wasser bekommen, könnte man machen. Hier ist ein einzelnes Häuschen, das, guck mal, da können wir hier neben noch was bauen. Da ist ja noch ein Haus. Vielleicht kriegen wir in der Mitte noch was reingeproppt hier zwischen. Direkt am Klee. Clay. Das ist auch gleich fertig. Schauen wir nochmal hin hier. Schornstein, zack. Rittau, fertig. Zup, Hütte ist durch. So, bitte einziehen. Wir haben schon mal zum Eingewöhnen den Kamin angemacht, nicht? So, jetzt verschwindet das letzte Zelt. Jetzt haben wir hier vorne auch wieder Platz. Und jetzt hätten wir hier so, zum Beispiel so richtig schön viel Platz für unseren Gouverneursladen. Der hier, ne? Den möchte ich ja gerne irgendwo, der soll ja eigentlich hier vorne her. Das, also hier wird er schon sehr cool stehen. Oder wie sieht es aus mit unserem Trading Post? Wo ist denn der überhaupt? Da. Der ist ja auch schon ein bisschen was Größeres. Das ist nicht so ein kleines, ne? Das sollte auch so relativ mittig stehen. Da ist kein Platz hier zwischen, ne? Das ist das Problem. Wo haben wir denn noch Platz? Das würde auch hier draußen passen, ne? Das würde hier auch noch hinkommen, das Ganze. Oder auch mehr so hier. Da spielt ja auch nicht die Rolex, wo der genau hinkommt. Aber ich finde, der Gouverneur, der ist schon echt cool, wenn der... Wo ist denn der jetzt da? Wenn der hier vorne hinkommen würde, das ist für mich schon gefallen. Hier so rein. Man kann auch die Wege so ein bisschen eingrenzen, ne? Also, du dürfte hier so hin. Gouverneurschuppen. Den bauen wir da mal hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu früh ist dafür oder ob man den hätte gar nicht bauen dürfen jetzt schon. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, Schmied ist fast fertig. Die Farm ist noch im Gedankengang und auch die Town Hall. Das machen wir. Und wir wollen natürlich jetzt sehen, dass wir hier unseren Trading Post, dass wir das auch noch herkriegen. Der wäre natürlich cool, weil da die Farm ist, da die ganzen Geschichten hier vorne ist, die Town Hall. Pass mal auf. Hier so her, ne? Oder mehr so hier an der Seite. Da sind die Lagerplätze, ne? Pass mal, der passt auch super hier. Hier so her, ne? Oder? So ein bisschen begrüßungstechnisch eventuell. Ich weiß nicht, von wo die kommen. Ich meine, das spielt eigentlich keine Rolex, ne? Ist eigentlich vollkommen schnurzpipial. Dahin, so. Damit wir den gleich mit haben. Damit wir den gebaut kriegen. Falls wir nämlich später, wie gesagt, kein Kram haben. Wie gesagt, auch, da muss man darauf achten, wenn man baut, dass man nicht hier wild hin und her baut und den Schmied vergisst. Weil wenn man den Schmied hier nicht gebaut hat, kriegt man keine Nägel ran. Das ist schon mal ganz schlecht.
Weil ohne Schmied ist kein Nagel, nicht? Aber so ein bisschen ist unsere Stadt ja auch wieder gewachsen, ne? Kann man schon sagen. Zwar jetzt nicht großartig viel, aber ne? Immer ein Stückchen, immer ein bisschen. Marktplatz, wie gesagt, ist auch da. Wir haben zwar noch keine Lebensmittel, die wir großartig verkaufen können, aber da sind wir ja dran, ne? Aber wir haben auf jeden Fall Lebensmittel, dass sie das erste Jahr locker überstehen werden. Die haben genug Krams. Es ist nicht so, dass jetzt hier sozusagen schnell verhungern werden. Nein, das kommt noch. Das kriegen sie hin. Guck mal, die Farm wird gebaut, das wird gebaut. Jetzt können wir nämlich auch normalerweise schon mal sehen. Das machen wir jetzt ganz fix. Pass mal auf, und zwar der Boatyard. Das Ding soll nämlich hier unten nochmal hin. Das ist nämlich der Bootsbauer. Den werden wir... Pass mal, den bauen wir hier mal hin. Hopp, Bootsbauer und natürlich die Fischfarm. Also den Fischer, ne? Der kann ruhig ziemlich dicht hierbei stehen. Weil... Der passt wunderbar dahin. So, die beiden haben wir auch. Die werden auch gebaut. Dann kann das nämlich gemacht werden. Und dann kann der Fischer nämlich raus und schon mal Fische fangen. So, und wir müssen sehen, wie gesagt, wenn der Trading Post hier fertig ist, wenn wir hier handeln können, dann müssen wir los und Handel treiben. Und zwar brauchen wir dringend sicherlich irgendwann Eisen müssen wir einkaufen. Und wir müssen einkaufen zum Beispiel Salz. Salz brauchen wir für unseren Trockenfisch. Weil Salz können wir nicht selber herstellen. Noch nicht. Vielleicht können wir das später mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Sachen, meine Güte. Was ist hier los? Dass wir, wie gesagt, ein paar Sachen nicht selber machen können, sondern die müssen wir uns zulegen kaufen. So. Aber wie gesagt, ist noch der Early Access. Da fehlt noch eine ganze Menge Krams. Hier ist noch, wie gesagt, keine Schulen und keine Heilungsgeschichten. Kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute böse krank werden. Irgendwann. Wir haben ja so, dann ich auch nicht, so die Hygienegeschichte, ne? 1721, da können wir schon mal böse krank werden. Aber wie gesagt, das wird gebaut. Oh, der Schmied ist fertig. Super. Dann mach ich mal einen Freund. Da mal einen Schmied rein. Besten zwei Mann, wenn wir da Platz für hätten. Also Frauen auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob Frauen hier beim Schmied arbeiten. Ich weiß nicht. Ja, guck mal, steht hier drin, ne? Beides sozusagen. Zeig dir mir an. Aber ich glaube nicht, dass hier Schmied... Warte mal, wir haben doch aber auch das hier, ne? Camp Center hier arbeiten. Vier Mann. Da reichen auch zwei, ne? Hier, normalerweise reichen hier auch zwei. Komm mal her, mein Freund. Ihr beide, kommt mal hier raus. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier einer reingeht. Ich hoffe, hier geht einer rein. Hallo? Ich hoffe, hier kommt noch ein Schmied rein. Ich gehe da mal schwer von aus, dass das leider passieren wird. Komm schon. Ich hoffe, das kommt gleich. So, wir brauchen auf jeden Fall den Schmied, der muss da arbeiten. Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, die laufen nicht durchs Haus durch. Weil hier im Weg ist. Aber andersrum, wenn die den Weg nicht mehr benutzen, dann verschwindet er mit der Zeit. So kommt der nächste. War da ein Schmied drin? Oh, tatsächlich, zwei Mann. Oh, ich drehe durch. Super. So, die arbeiten hier. Perfekto. Die brauchen nicht weit zur Kohle. Und ja, läuft, würde ich sagen. Sehr cool. Sehr schön. Freut mich total, das Ganze hier. Sehr cool. Sehr schön. Da wird die Farm gebaut. Sehr cool. Farm wird gebaut. Hier unser Holzfäller. Sehr cool.
Gut, das soll es für diesmal gewesen sein. Ich sage mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken. Denn so verpasst ihr keine Folge. So wisst ihr mal, was am Kanal gerade los ist. Und ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Wir haben noch gar keinen Namen von unserer Stadt, ne? Mal schauen. So, bis zum nächsten Mal und tschüssi.